Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist am frühen Morgen. Na gut, es ist 8:30. Ash ist zur Schule und ich habe schon längst unser Frühstückstisch gedeckt. Mein Schnucki meinte um 8, ja, viel zu früh zum Frühstück, aber ich habe schon langsam echt Hunger. Mittlerweile ist es 8:30. So, das heißt, wir wollen jetzt einmal gleich frühstücken und das Wetter ist heute scheinbar auch wieder schön. Die Sonne scheint. Schaut mal, so schön sieht das aus. Wenn die Sonne scheint, dann steht man auch ganz anders auf, finde ich. Unser Frühstückstisch ist auch gedeckt. Ich habe alles so schon mal drauf gestellt. Das ist so praktisch mit diesen Behältern. Hier ist unser Frühstücksbehälter. Hier ist halt Aufstrich, Marmelade, dann Kräuterfrischkäse und ganz normal Verdelfi und Käse. So, und jetzt wollen wir gleich mit meinem Schnucki mal frühstücken. Letztes Mal habe ich auch gezeigt, dass ich Ashs Zimmer umdekoriert habe, beziehungsweise alles ein bisschen verändert habe, ein bisschen jugendlich gemacht habe. Und hier sind die Bilder, die habe ich jetzt bei DM gefunden. Ich finde, die passen eigentlich ganz gut dazu. Also ich fand das auch ganz gut. Die habe ich einfach so, das sind so Karten sozusagen, die kann man einfach in einen Bilderrahmen einrahmen oder halt eben, wie gesagt, auch so benutzen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Diese Tischerhöhung oder Bildschirmerhöhung steht noch da. Ash hat sich daran gewöhnt, das ist jetzt doch eigentlich ganz gut. Und mittlerweile ist auch schon der Stifterhalter angekommen. Schaut mal, so sieht er aus. Und die kann man drehen, das ist wirklich ganz praktisch. Er hat die Stifte alle sortiert und das behalten, was er halt eben braucht. Und hier hat sich nicht allzu viel verändert. Also er hat alles so belassen, er fand das ja ganz gut. Und genau, wenigstens ein Kuscheltier ist hier drauf. Aber sonst, wie gesagt, finde ich, das Zimmer ist echt schön geworden. Dann hatte ich noch ein bisschen das Büro mir vorgeknüpft, auch ein bisschen aufgeräumt, Staub gewischt, gesaugt überall und genau, so dass es auch ein bisschen freier alles ist, ne? Ich hatte gestern auch alles wieder, wie gesagt, aus dem Büro auch aussortiert. Also wir hatten auch teilweise so Verpackungen, egal ob es jetzt so alte Kameras waren oder wo man dachte, nee, bewahre ich jetzt mal auf. Die einzige Verpackung, die ich jetzt noch habe, ist für meine Kamera, die ist aktuell so also recht neu. Deswegen habe ich den Karton erstmal behalten, aber eigentlich kann er dann auch weg, weil die Kamera möchte ich gerne behalten, weil sie gut ist. Und dementsprechend brauche ich den Karton nicht, weil es nimmt alles so viel Platz in Anspruch. Ich hatte das ja bei mir im Sekretär aufbewahrt, aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, also die Kartons liegen da, braucht keiner und nimmt auch noch zusätzlich noch Platz weg. Deswegen habe ich gestern wirklich hier echt Klatschschiff gemacht. Mein Schnucki war gestern Abend noch mal eine Runde Fahrrad fahren alleine, weil Bella hier alleine zu Hause war, beziehungsweise mit mir. Die großen Kinder sind Fahrrad gefahren und auch Ash. Und ich habe mir gedacht, wie gesagt, bei der Gelegenheit, wo alle weg waren, habe ich hier Klatschschiff gemacht, ausgemistet, aufgeräumt. Und da fühlt man sich doch irgendwie schon gleich besser. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einer Aufräumaktion, auch bei Ash zum Beispiel, fühlt man sich dann doch besser. Ich hatte auch von den Jacken bei mir gestern ein paar aussortiert, die ich nicht mehr brauche. Und was habe ich noch gemacht? Da ist auch wieder ein Sack zusammengekommen. Und Ashs Rucksack haben wir sortiert, beziehungsweise er hat jetzt einen neuen Rucksack, ja, den er zu Weihnachten bekommen hat, von Nike, hat er jetzt genommen. Und ja, also wie gesagt, ich fühle mich dann besser, wenn wir so ein bisschen zwischendurch mal ausmisten. Da kann man auch mal Luft holen. So, jetzt bekommen wir hier noch ein bisschen Besuch. Die Kinder wollen zum Doc mit Leo. Hoffentlich bekommt er die Krause heute ab. Leo, ist er müde? Sieht ein bisschen müde aus. Du warst um 6 mit ihm raus, glaube ich, ne? Ja, er war gestern um 4, also er ist müde auf jeden Fall. Ja, ne? Er sieht nämlich so ein bisschen müde aus. Und Bella bleibt ein bisschen bei uns jetzt hier. Hast du ihn mit? Da. Ah? Mit. Achso, ihr nehmt ihn mit? Zu Fuß sein. Ja, auch praktisch. Ja, gut. Dann, okay, Bärchen, dann musst du jetzt spazieren gehen, leider. Raus. Und ciao. Ja gut, also ich bin gerade dabei, meine Brote hier oder meinen Teller zurechtzumachen. Mein Schnucki ist noch nicht da. Voilà, mein Sommerteller ist fertig, die Kinder sind jetzt weg. Und ich dachte, ich muss auf Bälle aufpassen, wusste ich gar nicht. Deswegen, wie gesagt, ich würde ganz gerne nochmal was einkaufen, gleich fahren. Und schaut mal, ich habe hier jetzt ganz normal meinen Aufstrich mit ein bisschen Gurke und Tomate. Selbstgemachte Marmelade von meinem Schnucki, also Erdbeermarmelade. Nur mit Honig gekocht, also etwas Honig, Ananas und Grapefruit, genau. Guten Appetit!
Wisst ihr was? Ich bin jetzt hier im Auto, bin mittlerweile beim Postfach und beziehungsweise Packstation, Postfach ist es ja nicht, und habe ein Paket abgeholt von Timo und von Timo und Luca, glaube ich, genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und ja, meine Hübschen, also für mich heißt es jetzt einmal in City Park. Ich würde ganz gerne dort zu H&M. Ich hatte schon so ein bisschen online geguckt, aber online ist online. Ich möchte gerne mal wieder ins Geschäft. Das ist schon so lange her, dass ich mal irgendwie mal so richtig Klamotten shoppen war. Ich bräuchte so ein paar Sachen. Ich will nur mal kurz gucken, was die so haben. Ash bräuchte mal was, also gerade Hosen zum Beispiel. Muss ich gucken, ob ich da was finde für ihn. Und alles andere, wie gesagt, hat er ja von Max die T-Shirts. Da ist er jetzt quasi reingewachsen. Aber so lange Hosen fehlen ihm. Vielleicht Jogginghose, muss ich mal gucken, wie das da so ist. Ich habe jetzt einen Pulli angezogen, weil es vorhin irgendwie so frisch war. Aber jetzt sind es irgendwie 23 Grad. Und die Sonne scheint immer noch nicht so wie sonst die Tage davor. Mal ist sie da, dann ist sie wieder weg. Und ja, es ist jetzt auch schon gleich 10. Das heißt, achso, vorher will ich mal kurz hier bei Ikea den Karton wegschmeißen von der Spüle. Den habe ich jetzt mit eingepackt. Habe gedacht, muss es nicht bei mir in die Tonne reinstopfen, sondern kann es eben quasi da in den Container schmeißen. Na gut, also jetzt fahren wir einmal kurz zu Ikea, dann bringe ich was weg und dann geht's zu H&M. Ich bin gerade jetzt hier bei H&M und das sind hier meine Sachen, die ich ausgesucht habe. Die haben viel, viel runtergesetzt. Anprobieren müsste ich aber nur eigentlich die Hosen. Einmal diese Hosen sind noch raus hier, einmal diese. Schaut mal, um 24,99 auf 8,99 runtergesetzt. Und einmal diese beiden hier. Genau, also ich probiere das jetzt immer ganz kurz an und dann, glaube ich, muss ich einmal für etwas gucken. So, die passt, das ist 38 und die habe ich nochmal in 40 geholt. Mal gucken, vielleicht passt es auch. Und die in Grau passt auch ganz gut, also sieht auch ganz nett aus, ist auch bequem. Diese ist nicht so schön, sieht nicht so cool aus. Die lasse ich hier. So, ich bin jetzt von H&M raus, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie viel ich eingekauft habe. Und zwar, schaut mal, die Tasche ist voll, ich habe für Ash was gekauft, ich habe für mich was gekauft. Ich würde sagen, ich zeige das einmal einfach zu Hause Ruhe. Es ist 20 vor 12 und ich stehe wieder im Stau. Ich war jetzt noch einmal kurz bei Butlers, da war ich schon lange nicht mehr und habe mir so ein paar Kleinigkeiten geholt. Aber richtig schöne Sachen haben die da. Aber wie gesagt, ich habe mich zusammengerissen. Und jetzt geht es für mich einmal nach Hause. Ich muss noch einmal ganz kurz zu Netto ein paar Lebensmittel einkaufen. Denn die wollte ich nicht vorher schon besorgen, weil es nämlich zu warm im Auto wäre sonst. Also noch mal ganz kurz zu Netto und dann geht's nach Hause. Schon bin ich angekommen. Ich habe gerade noch mal auf die Schnelle Reste Kuchen gegessen, weil ich so einen Hunger hatte und noch keinen Mittag gemacht habe. Es ist jetzt 20 vor 1. Ash hat schon was gegessen. Ich habe die ganzen Klamotten hier einmal rausgelegt auf den Tisch. Das ist richtig krass. Also ich habe für Ash 3 Jogginghosen mitgenommen. Die fand ich ganz cool. Die fand er auch ganz cool gerade eben. Habe ich ihm gezeigt. Einmal in Blau. Gerade so mit Reißverschluss hier in den Taschen ist auch mal wichtig, falls er irgendwie was reinsteckt oder reinlegt. Dann haben wir noch eine Jogginghose für ihn hier. Die fand ich auch ganz cool. Die hat so ein Bündchen jetzt hier. 3 Pullis. Muss ich allerdings in der Männerabteilung gucken, ne? Bei den Kindern, also jetzt bis seine Größe 170 oder 100. Doch, die Jungsgröße geht, glaube ich, von 140 bis 170 oder so in einer Abteilung. Und da gab es irgendwie nichts Schönes an Pullis. Also die waren irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, erstmal mit Kapuze. Und ich wollte was für ihn haben, auch ohne Kapuze, damit es mit den Jacken nachher nicht so rum so einen Ärger gibt. Also, einmal den in der Farbe. Dann haben wir einmal diese Farbe auch. Also die sind total schön. Und einmal den in Grau. 3 Jeans, Größe 158. Die ist auch ganz cool. Also die und die und die. Also eigentlich sind die fast gleich. Dann kommen wir auch schon zu meinen Sachen. Einmal 2 schöne warme Pullis in diesem Grau und im Beige. Dann haben wir hier noch ein Pulli, schaut mal, auch in Grau, der ist so ein bisschen dünner und hier vorne ist es ein bisschen etwas kürzer, genau wie das Schlitze hier. Dann hatten die unheimlich viele Sachen runtergesessen, es war Sommersachen, ich fand diese Blusen ganz niedlich, habe ich jetzt hier mitgenommen, wir haben die um die Hälfte runtergesetzt, schaut mal, von 20 Euro auf nur 10, 10,99 fand ich die Farbe ganz schön, dann einmal so eine Strickjacke, die Farbe finde ich auch sehr schön. Noch so eine Bluse, guckt mal, auch runtergesetzt auf 13 Euro.
Dann haben wir diese Farbe. Ich habe jetzt für jede Farbe quasi jetzt hier was mitgenommen, weil ich sie einfach schön fand, gerade so zu weiße Hose zum Beispiel, ne? Auch runtergesetzt auf 7,99. Dann haben wir hier noch so Eule weiße. Schaut mal. Sieht auch ganz schön aus. Wie so eine Art Tunika, ne? Finde ich ganz hübsch. Dann haben wir hier zwei weiße T-Shirts. Solche habe ich immer gesucht. Allerdings, wie gesagt, gab es nur zwei Stück in S jetzt. Nichts mehr mit XS oder sowas, weil ich fand das doch ein bisschen irgendwie breit, das Ganze. Ich wollte so ein bisschen was eng anliegendes haben. Aber nun gut, dann habe ich gedacht, dann nehme ich wenigstens diese hier mit. Sind dann zwei Stück. Und die Hosen, die ich mir eigentlich online bestellen wollte, habe ich auch schon in den Einkaufskorb reingepackt. Schaut mal, der Preis ist der Hammer, ne? 25 Euro wäre das Normalpreis. Die haben es jetzt alles auf 8,99 runtergesetzt. Und diese Hosen finde ich total schön. Eine habe ich ja so in weiß. Und diese habe ich auch vor Jahren schon mal da gekauft. Allerdings habe ich so ein ja, Farbfleck hier vorne. Und kriege nicht mehr raus. So, jetzt habe ich von diesen zwei Stück mitgenommen, dachte ich. 8,99. Und hier haben wir so eine in Grau. Genau die gleiche, so eine Bermuda. Die kann man auch hier unten umkrempeln. Fand ich auch ganz schön. Wurde auch runtergesetzt. Zwei Hosen. Allerdings die aus der Mädchenabteilung. Größe 170, glaube ich, habe ich mitgenommen. In weiß. Ich habe bei den Frauen keine weißen Hosen irgendwie auf die Schnelle gefunden. Also Jeans. Für 13 Euro. Und hier ist eine mit solchen zwei Löchern sozusagen in den Knien oder auf den Knien. So, was hat die denn gekostet? Allerdings war sie 19,99 Euro. Und zwei Pullis, auch Mädchenabteilung. Ich wollte unbedingt irgendwie was haben, was Nettes, halt mit Schrift oder so. Bei Frauen habe ich nicht unbedingt viel was gefunden. Aber diesen Pulli finde ich eigentlich ganz schön. Und diesen hier, der ist auch ganz fresh. Also ich finde, die Farben finde ich total schön. Sieht auch sehr sportlich aus, gerade so wenn wir Fahrrad fahren oder so. Genau, passt auch ganz gut zu den weißen Hosen oder auch zu den grauen. Ja, das ist meine Ausbeute gewesen. Ich habe, glaube ich, etwas über 300 Euro bezahlt. Allerdings, wie gesagt, haben wir unheimlich viel mit Ash jetzt und ich muss auch nichts mehr kaufen. Das reicht jetzt erst einmal. Und genau, bei Butlers habe ich vorhin schon gesagt, war ich auch nur ganz kurz. Habe dann zwei von solchen Zweigen mitgenommen. Die finde ich ganz schön. Kann ich dann nachher für die Herbstdeko benutzen, zum Beispiel jetzt hier zu den Kürbissen. Das passt auch ganz gut, weil ich diese Farbe unheimlich gerne mag. Die ist nicht so kräftig grün, sondern halt ein bisschen, ja, ein bisschen milder, also ein bisschen heller. Milder, sag ich schon, heller. Zwei Zweige, dann so eine kleine Blumenvase, fand ich auch ganz schön. Und einmal Trockenpflanzen, die wollte ich da reintun und einfach mal daneben stellen. Ja, eben, das ist dann meine Ausbeute für heute. Die Kinder waren ja vorhin beim Tierarzt und ich glaube, Leo hat die Krause abbekommen, endlich. Wir werden kurz mal gucken, wie er jetzt so aussieht. So, Leo ist befreit, du bist befreit, man sieht dein Gesicht im Ohr. Bella ist hier, Bella nicht. Na, mach her. Die leckt mich überall an. Hey, was ist los? Der freut sich so, ne? Max sagt, er will jetzt nur noch spielen. Warte. Ja, oh, süß. Hat hier ein bisschen gespielt. Max hat eigentlich mit Leo gespielt und dann kam Bella dazu. Wollte sie dann doch spielen. Er zieht dran. Er zieht jetzt? Ja, cool. Ah, Leo eher weniger. Er ist nicht so der Zieher irgendwie. Ja. Er kaut und läuft gerne weg damit. Echt? Also, ja. Er möchte nicht so dran ziehen. Guck mal. Bella jagt jetzt. Was sind die? Also Bella liebt es, ihn dran zu ziehen. Oh. Oh, sie hat es ihm weggenommen. Bella. Das ist spannend zuzusehen hier. Das ist voll lustig. Oh. Leo, schnapp dir das Spielzeug, genau. Da, wo das dünn ist. Kann er beim Dicken gar nicht tragen, ne? Guck mal. Oh. Das war nie gelassen. Bella. 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 Hey. Ey, Kleiner, was willst du? Bella. Aber sie macht nichts mit ihm, oder? Sie beißt nicht, oder? Nein. Ich mich, aber sie schnappt doch. Ja, das machen die so. Oh. Oh. Leo, sie geht weg. Mein. Leo beißt auch gerne mal einfach in die Felle oder so. Oder? Ja? Anfangs hat Leo auch mal in ihren Schwanz reingebissen. Ey? Oder er gräbt auch gerne an ihrem Rücken. Oh.
Ja, wie cool. Ja, jetzt haben sie Spaß nach 2 Tagen oder so. Ne? Das wär, oh, guck mal, jetzt wird gejagt. Oh, Bella hat den aber so einmal geschnappt, ne? Macht nichts? Okay. Und dann ist sie gegen das Geil gelaufen. Solange Leo nicht quiekt. Achso, ja, okay. Ja gut, er hat relativ dickes Fell, ne? Ich glaube, Bella mag es auch hauptsächlich an seinem Fell zu ziehen. Ja, ja. Oh. Vorsicht, Leos Gesicht ist doch da. Ich habe mal gerade eben ist was von Amazon angekommen. Und zwar habe ich so eine Lampionskette bestellt für draußen. Ich würde die ganz gerne einmal in die Ecke hier anbringen. Und zwar zeige ich euch nochmal ganz kurz. Ich habe mir gedacht, die geht einfach da, wo der große Lampignon links hier hängt in der Ecke. Da werde ich sie irgendwie festmachen. Und dann einfach hier so drüber bis zu der Regenrinne so. Oder Regenabwasserrohr hier. Habe ich mir so gedacht. Genau, eine habe ich ja hier hängen und die andere wollte ich ganz gerne nach da spannen. Ich hoffe, dass die Länge eigentlich reicht, aber es sind 8 Meter. Ich hoffe, dass es alles so hinhaut. Die Lampionsgirlande habe ich jetzt rangehängt. Schaut mal einmal da. Und dann habe ich sie da ganz oben, habe ich so einen Haken da. Und einfach mal so schräg rüber. Bin gespannt, wie das abends nachher aussieht. Kann mir aber vorstellen, dass es sehr schön ist. Es ist mittlerweile schon 7:30, glaube ich, ihr Lieben. Wir sind gerade von der Fahrradtour gekommen, sind eigentlich in einen Regen gekommen, ne? Beziehungsweise wir sind in ein Gewitter geraten und mussten Max anrufen, weil es nicht aufgehört hat zu regnen. Wir haben uns in so eine Bushaltestelle versteckt, das könnt ihr bei Adam nochmal sehen auf dem Kanal. Und ja, eigentlich wollten wir noch Fahrrad fahren und das war einigermaßen eigentlich ja, hell und freundlich. Und dann sahen wir natürlich gleich die ganzen Wolken, die kommen, aber nachts wird schon nichts und wenn es regnet, dann ist es eh bald vorbei. War aber nicht so, wir haben eine halbe Stunde in so eine Bushaltestelle gehangen. Haben gewartet, bis es irgendwie aufhört, aber hat es nicht. Wir hatten nur einen Regenschirm mit und dann haben wir nochmal Max schon angeschrieben oder angerufen, ob er uns noch einen zweiten Regenschirm vorbeibringen kann. Und wir sind heute insgesamt, glaube ich, 15 Kilometer gefahren. Allerdings mussten wir halt, wie gesagt, den Rückweg, naja, das war auch relativ lange, mit dem Regenschirm fahren. Und naja, war sehr abenteuerlich und aber nützt alles nichts, ne? Also das war... Oh, meine Füße waren nachher nass, also die Beine. Ich wollte eigentlich noch was einkaufen, weil wir morgen Besuch bekommen zum Frühstück und das war mir alles zu spät. Ich habe gedacht, nee, dann mache ich das morgen früh lieber und habe jetzt schon Abendbrot gemacht. Ich habe übrigens meinen neuen Pulli an, schaut mal. Ich finde ihn cool. Sieht ganz nett aus. Wie gesagt, Mädchenabteilung, ne? Größe 170. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich zu Abendbrot gemacht habe. Das sah ganz lecker aus. Irgendwie hatte ich voll Hunger auf ein Spiegelei. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe hier 2 Spiegelei und Wraps mit Frischkäse, also Kräuterfrischkäse, dann Thunfisch, Gurken und Tomaten. 2 Stück. Ash wollte nur einen Wrap haben mit Salami und Frischkäse. Dann habe ich auch ein Ei gebraten von beiden Seiten. Er mag es nicht so gerne, wenn es zu weich ist. Und das ist der Teller von meinem Schnucki. Genau, also guten Appetit. Bei uns ist gleich hier Feierabend. Adrian hat schon eine Serie angemacht. Die gucke ich nur ab und zu mal mit, also nicht die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, The Punisher. Ich höre da meistens so zu und gucke mal so ein bisschen bei YouTube oder so oder halt ja, bei Instagram bei mir. Und ja, ihr Lieben, also wir haben jetzt, wie gesagt, Feierabend. Es regnet immer noch übrigens. Also wir hätten da echt lange warten müssen, bis es aufhört. Es regnet immer noch. Und ich weiß nicht, wie das morgen aussehen wird, ob es morgen auch wieder regnet oder nicht. Und ja, also ich würde sagen, das war's dann von mir an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann!